Im Rahmen der Aktion 365 Plus wurde das kleine Knuffi-Buch prämiert, weil es sich für das Miteinander in Österreich einsetzt und das Thema Rassismus kindgerecht Um aufbereitet. Karotten und Möhren. Kennst du den Unterschied zwischen Karotten und Möhren? Eigentlich ist es das Gleiche. Es ist das Gleiche, genau. Das sind die Füchse und die Füchse hätten gerne Hasenbraten. Also, was machen die Füchse? Sie verkleiden sich als Hasen. Ein Fuchs verkleidet sich als brauner Hase und der andere Fuchs verkleidet sich als grauer Hase. Aber sieht man, dass die Füchse sind? Naja! Du bist ja gescheit, aber die Hasen. Ja, weißt du, das ist der Vorteil, wenn man noch klein ist, da sieht man solche Dinge. Wenn man älter wird, dann blendet man diese Dinge aus und dann sieht man diese Details nicht mehr. Und genau darum geht es. Kinder können solche Unterschiede noch sehr gut erkennen. Erwachsene, die hören dann nur noch das, was sie hören wollen. Mit dem Preisgeld wurden 800 Bücher finanziert, die österreichweit an Schulen und Kindergärten verteilt wurden. Leider konnte ich während meiner Österreich-Tournee nicht alle Schulen und Kindergärten selbst besuchen. Umso mehr freut es mich, dass sich Freiwillige gemeldet haben, die die Bücher entweder persönlich in den Schulen vorbeigebracht haben oder uns beim Versand unterstützt haben. Nur gemeinsam sind wir stark. Braune und graue Hasen vertragen sich wieder. Noch einmal können uns die Füchse nicht hereinlegen. Ja, mein erster Besuch in der Lesestadt hat sich gelohnt. Die Kinder sind hier fleißig am Schreiben, füllen Arbeitsblätter mit Knuffi und Flauschi aus und ordnen die Geschichte zum Teil neu. Auf den Würfeln steht die Geschichte drauf und man kann sich aussuchen, welchen Teil der Geschichte man dann zu welchem Bild dazu gibt. Bin gespannt, ob wir da heute noch eine neue Geschichte lesen. Vielleicht eine Fortsetzung vom Knuffi-Buch. Die kleinen Knuffis gingen weg wie die warmen Semmeln. Etwa 70 Schulen und Kindergärten konnten wir versorgen. Danach war das Lager leer.